letzte und vierte Thema gemeinsam debattieren zu wollen. Herr Kerstan wünscht das Wort und er bekommt es. Meine Damen, meine Herren, Frau Präsidentin, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Worte bedanken, in denen Sie unsere Anteilnahme und auch unsere Betroffenheit und auch die Bestürzung ausgedrückt haben, die uns alle, nicht nur hier in der Bürgerschaft, sondern in ganz Hamburg, ergriffen hat angesichts des tragischen Todes von Chantal. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es zu der Realität in unserer Stadt, zu der bestürzten Realität in dieser Stadt gehört, dass Kinder vernachlässigt werden. Und zu dieser bestürzenden Realität gehört auch, dass sie unter den Augen der staatlichen Stellen gestorben ist, die für sie verantwortlich waren. Und, meine Damen und Herren, angesichts dieser Umstände, die es ja auch nicht zum ersten Mal gegeben hat, ist es notwendig, dass wir nicht nur unserer Bestürzung Ausdruck verleihen, dass unsere Reaktion sich nicht nur darauf beschränkt, sondern dass wir jetzt eine ehrliche und umfassende Ursachenanalyse betreiben. Wir müssen uns die Frage stellen, was wir in Zukunft tun können, um wirklich und tatsächlich und wirksam sicherzustellen, dass Kinder in dieser Stadt nicht mehr so zu Schade und ums Leben kommen. Und dabei geht es dann natürlich auch darum, das ganze System auf den Prüfstand zu stellen. Die Verfahrensweisen, die Strukturen, eingeübte Verfahren, all das müssen wir gründlich analysieren. Und bei dieser Analyse stehen wir mit Sicherheit erst am Anfang und nicht am Ende. Aber wenn wir auch diese ehrliche Ursachenanalyse betreiben wollen, so wie es die SPD ja auch angemeldet hat, dann gehört auch dazu, persönliche Verantwortlichkeiten und Fehler zu benennen, wenn Ehrlichkeit nicht nur eine Worthülse sein soll, meine Damen und Herren. Und neben den Strukturen ist in diesem Fall eines ganz deutlich geworden. Es gibt dort ganz konkrete Verantwortlichkeiten, ganz konkrete Unterlassungen und auch ganz konkretes Versagen. Und nach allem, was wir wissen, und wir wissen mittlerweile sehr viel, handelt es sich um ein eklatantes und persönliches Versagen und zurechenbares Versagen des Bezirksamtsleiters Markus Schreiber im Bezirk Mitte, meine Damen und Herren. Und wenn man sich diesen Fall genau ansieht, dann muss man ja eines feststellen. Herr Schreiber hat selbst berichtet, dass er schon vor knapp 3 Jahren bei einem tragischerweise ähnlich gelagerten Fall, bei dem tragischen Tod von Lara Mia, damals zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass die zuständige Jugendamtsleiterin inkompetent ist und dass er sie versetzen wollte. Und was ist seitdem passiert, vor 3 Jahren, als er zu dieser Erkenntnis kam? Gar nichts. Nachdem er damit gescheitert war, die Jugendleiterin in die Sozialbehörde abzuschieben, hat er 2,5 Jahre nichts getan. Er hat sie weder in seinem eigenen Amtsbereich versetzt, noch hat er sie besonders beaufsichtigt oder aber ihr die Zuständigkeit für den ASD entzogen. Er wusste, dass etwas getan werden musste und er hat jahrelang nicht gehandelt, meine Damen und Herren. Was beschreibt deutlicher das ganz persönliche Versagen eines Vorgesetzten in seinem Führungsbereich, meine Damen und Herren? Und wenn Verantwortung, politische, aber auch persönliche, in dieser Stadt überhaupt noch irgendeine Bedeutung haben soll, dann muss Herr Schreiber jetzt abgelöst werden. Und meine Damen und Herren, wenn man sich diesen Fall ansieht, und es ist auch unehrlich, wenn man jetzt sagt, und einige in diesem Haus tun das zum wiederholten Maße, dass bevor man diese Konsequenz zieht, es in anderen Bereichen noch Untersuchungen geben muss. Wir wissen genug in diesem Fall, Schreiber, um Konsequenzen zu ziehen.
Und ich glaube allerdings auch gar nicht, dass in der SPD es viele gibt, die wirklich glauben, dass Herr Schreiber noch länger in seinem Amt tragbar ist. Dass er bisher noch nicht abgelöst wurde, das hat einen anderen Grund. Und das hat einen Grund, der in der besonderen Art und Weise liegt, wie im Bezirk Mitte die politische Verantwortung für den Jugendhilfebereich organisiert ist. Es gibt dort einen Bundestagsabgeordneten, der gleichzeitig Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist, was ungewöhnlich ist, und zwar seit 18 Jahren. Und in diesen 18 Jahren hat Herr Kahrs ein System aufgebaut, wo es bei der Verteilung der Mittel im Jugendhilfebereich und damit verbundenen Posten ein System geschaffen, bei dem es um Begünstigungen und Abhängigkeiten geht. Er hat den Jugendhilfeausschuss in Mitte zu einem Instrument verwandelt, die seine persönliche Machtbasis in Mitte sichert und organisiert, meine Damen und Herren. Herr Kerstan, einen Schlusssatz bitte. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, dieses System zu durchbrechen? Das Bezirksamt Mitte ist im Verantwortungsbereich des Senates und des Präsidenten des Senats. Der Senat ist dafür zuständig, geordnete Verhältnisse sicherzustellen. Herr Bürgermeister, wir erwarten von Ihnen, dass Sie heute sich dieser Verantwortung stellen und uns jetzt sagen, was Sie tun werden, um diese unhaltbaren Zustände in Mitte zu beenden.